Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute geht's um die Iconics! Die Figur habe ich natürlich aus dem Wrestling-Figuren-Shop. Ihr kennt den ganzen Spaß, Link in der Videobeschreibung, Gutscheincode auch mit am Start. Und wir quatschen über diese beiden Ladies. Also erstmal die Verpackung aufrücken. So, beginnen wir die Figuren-Review mal mit Peyton Royce. Meiner Meinung nach, obwohl es nur eine Basic ist, eine absolut überragende Figur. Headscan ist sehr, sehr gut. Sehr gut zu erkennen, wer das hier sein soll. Breites Lächeln, sehr süß. Kann man auf jeden Fall machen. Schöne, lange, schwarze Haare, gut gemacht. Kannst du auf jeden Fall nicht meckern. Die Gear hier in Blau, Weiß, Rot. Auch sehr, sehr schick gemacht, auch mit diesen Armsleeves hier auf dieser Seite. Auf der anderen Seite nischt weiter. Ansonsten natürlich so ein bisschen angehaucht hier, auch mit der Flagge von Großbritannien und der Union Jack, man kennt ihn. Alles also auch noch so ein bisschen personalisiert und eigentlich ganz schick. Hier haben wir dann noch Strümpfe, keine Knee Pads übrigens. Aber lange Strümpfe hier auch nochmal mit der Flagge drauf in Weiß und dann geht das über zu den Boots, wo hier einfach nur an der Seite Iconics steht. Ja, geht klar, klassische Boots, nicht viel Schnickschnack drumherum, einfach ein bisschen personalisiert mit dem Tag Team Arm und dann läuft das. Billy Kay auf der anderen Seite auch eine sehr gute Figur, auch hier sieht man auch wieder mal, wer das sein soll, gerade die Seitenansicht, das Profil, da sieht man einfach wirklich, dass das halt Billy Kay ist. Also die Headscans sind wirklich überragend von diesen Mattel-Figuren. Auch hier die Haare sehr lang dieses Mal, aber an den Seiten runterhängend. An den Armen so nichts weiter, keine Elbow-Pads oder irgendwelche sonstigen Sachen. Passt schon. Dann haben wir hier das Ganze auch in Blau-Weiß gehalten, aber keine roten Akzente, die vielleicht bei Peyton Royce noch da sind. Das heißt, obwohl sie sich einheitlich als Tag Team gekleidet haben, hatte jeder doch so seinen Stil damit reingebracht. Passt eigentlich ganz cool. Auch hier noch mit so ein bisschen Gürtel dran. Das ist schon in Ordnung. Ansonsten gibt es hier noch auch so eine blauen langen Strümpfe und die weißen Iconics Boots. Also alles soweit. Sehr schön. Sehr schöne Figuren und ja, quatschen wir mal zu den Damen an sich. So, natürlich quatschen wir über die beiden und eigentlich müsste man über die beiden zusammenreden, denn sie waren zumindest bis vor kurzem noch ein Tag Team und dann kam natürlich Vince, der meinte, yo, Tag Teams, ja, habe ich eigentlich keinen Bock drauf, nehmen wir auseinander, obwohl diese beiden das einzige Frauen-Tag Team in der WWE waren und es gibt einen Frauen-Tag Team Titel. Jetzt gibt es also einen Titel, wo niemand überhaupt in dieser Division antreten kann. Weil alle anderen Damen, die man da zusammensetzen konnte, sind halt kein Tag Team. Es sind einfach Single-Wrestlerinnen, die man zusammen in ein Tag Team-Match steckt. Das ist aber kein Tag Team. Das ist halt ein bisschen scheiße. Der Grund übrigens für die Trennung der beiden ist die Tatsache, dass Vince McMahon Peyton Royce richtig gut findet, Billy Kay aber nicht so sehr. So, das heißt, wir können jetzt davon ausgehen, dass Billy Kays Karriere eigentlich komplett begraben wird und Peyton Royce zumindest für kurze Zeit ein bisschen was reißen darf. Ich persönlich fand die Iconics, obwohl sie natürlich sehr genervt haben in ihren Promos, aber trotzdem sehr gut, weil die haben von klein auf an quasi bei NXT zusammengearbeitet, haben damit natürlich eine ganze Menge an Tag Team Matches machen können und konnten sich da natürlich auch ordentlich was beibringen und ordentliche Moves zusammen machen und halt einfach gut miteinander arbeiten. Das ist als Tag Team einfach eine komplett wichtige Sache. Und wenn ich jetzt über beide einzeln reden muss, dann muss ich sagen, dass mir Peyton Royce eigentlich an sich natürlich auch besser gefällt. Und die fand ich auch von Anfang an eigentlich auch in-ring-mäßig ein bisschen besser als Billy Kay. Hier ist es aber auch so, nur mal nebenbei Info für die Klatsch- und Tratsch-Freunde von euch, Peyton Royce ist mit dem All-Elite-Wrestler Sean Spears zusammen, also dem ehemaligen Ty Dillinger. Das heißt natürlich auch, wenn Peyton Royce irgendwann mal Lust hätte, die WWE zu verlassen, gäbe es da wahrscheinlich sehr gute Möglichkeiten, bei einer anderen Promotion anzukommen. Sowas ist natürlich eine Sache, die auch Vince weiß. Das heißt, der sollte versuchen, die so gut wie möglich zu halten. Er hat schon zu viele da verloren. Da ihn ja Billy Kay nicht interessiert, wird es ihm wahrscheinlich egal sein, ob oder wo die genau ist. Aber dann lieber nochmal zu Billy Kay. Hier ist es nämlich extrem spannend,
wie krass sie sich vom Aussehen verändert hat. Als sie nämlich bei NXT angekommen ist, war das eine wirklich hübsche Frau. Also klar, jeder hat seine Interessen und so, ist ja auch alles schön. Jeder hat sein Ding, was er halt hübsch findet. Aber die war echt super. Die sah super aus. So, und dann irgendwie nicht mehr. Dann wurde das irgendwie Monat für Monat schlechter und aktuell ist es nicht mehr meins, muss man sagen. Ja, also das war eine ganz klassische Sache von Verschlimmbessern. Ja, schade eigentlich drum. In-Ring-mäßig ist Billie Kay halt okay. Das ist halt Billie okay so halt. Aber ansonsten, ja, glaube ich auch nicht, dass sie, selbst wenn man jetzt mal diesen Vince da rausnehmen würde, auf lange Sicht großartig im Single-Bereich richtig viel reißen kann. Sie ist halt dann einfach nur irgendein Mädel. Und das ist halt eigentlich noch ein bisschen schwach. Da müsste man vielleicht ein bisschen mehr Charakter einbringen, ein bisschen mehr irgendwas, dann ist ja okay. Peyton Royce auf der anderen Seite macht jetzt sogar bei irgendwelchen Bodybuilding-Contests mit und so weiter, macht da einen auf richtiges Fitnessmodel. Das könnte man zum Beispiel auch wirklich als Charakter einbauen, wenn man das wollen würde. Aber da ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Tiefe drin. Bei Billie Kay muss man sich irgendwas ausdenken. Naja, soweit auf jeden Fall die Iconics. Generell bin ich aber eher traurig darüber, dass sie die auseinandergenommen haben. Das macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Und es bringt auch niemanden was. Und schon gar nicht der Women's Tag Team Szene der WWE, die ja jetzt wirklich nicht mehr existiert. Vorher habe ich immer gesagt, es gibt nur noch ein Team, und zwar die hier. Und jetzt gibt es kein Team mehr. Obwohl der Titel wunderschön ist, der ist nichtig. Naja, Freunde, das ist meine Meinung zu Billie Kay und Peyton Royce, den Iconics. Schreib mir gerne mal deine in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Daumen nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren, dass du natürlich das auch nicht verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, habe ich gerade schon gesagt. Aber ist egal, doppelt hält besser oder irgendwann im Livestream oder so. Ja, wir werden uns sehen, Freunde. Kommt da nicht drum rum. Also, haut rein und ciao.